Hallo ihr Lieben, ihr hört es schon im Hintergrund, es ist eine neue Folge Killing Floor. In den letzten Folgen habe ich versucht auf Schwierigkeitsgrad schwer, naja, so weit zu kommen wie es geht, es war nicht besonders weit. Jetzt möchte ich versuchen das Ganze auf normal zu schaffen, erstmal Spiellänge kurz. Ich hoffe, dass das Training auf schwer ein bisschen was gebracht hat. Die Map ist die gleiche, um gleiche Bedingungen zu schaffen. Mal sehen, wie es jetzt abläuft. Ich bin gespannt, ob es mir jetzt deutlich leichter vorkommt. Dadurch, dass es jetzt nur noch normal ist und nicht mehr schwer. Also es scheint schon deutlich leichter zu sein. Ich habe hier keinen Angriff von hinten bis jetzt gehabt. Hallo? Ja? Respektable Leistung, mein Junge. Kassiert hier 4 Headshots. Das ist der letzte. Aber das bricht gleich ab, ich bin mir ziemlich sicher, das passiert oft. Wenn ich jetzt hier weglaufe. Runter, wie soll ich denn hier runter? Hey, was laberst du? Aha, okay. Ja, ich habe leider keine Ahnung, wo der. Da, abgebrochen. Zeit zum Einkaufen. Aber okay, was soll's. Cool. Haben wir komplett. Das war eine günstige Runde. So, können wir denn jetzt schon irgendwas? Das ist ja eine Doppel. Brauchen wir nicht. Armbrust. Ach, oh Mann, ey. 14 nur. 14 Dollar. Das ist natürlich bitter. Die ist eigentlich ganz cool immer. Oder die? Bin nicht so sicher. Die hier ist besser. Komm, das investiere ich mal. Das nehme ich mal mit. Ach so, hier wollte ich mich ja schon mal verstecken. Und dann war ja das Problem, dass das gar nicht geht. Oh je, 10 Sekunden. Sie kommen, ich bin weg, macht's gut. Ja, verstecken ist wohl nicht mehr richtig, ne? Bin mal gespannt. Kommen die denn von hier aus noch irgendwie hier hin? Tatsache. Oha. Ich hab schon immer Spinnen gehabt. Boah, hab ich mich erschrocken. Junge, Junge. Oh. Gott. Boah, nice. Einfach durchgeschossen. Okay, da. Oh Gott! Die waren's! Die waren nicht da. Ich schwöre, die waren nicht da. Leute, ich habe mich gerade umgeguckt. Ihr habt's gesehen. Die waren nicht hier. Und hier sind die auch nicht durchgekommen. Ach, da oben! Die kommen von da oben runter. Ich dachte schon. Mega Schummelei. Boah, die Kanone ist übertrieben gut. Verdammt, das ist schon wieder die unsichtbare Schlampe. Boah. 9 Meter. Aber ich muss hoch. Boah. Krass. Okay, ich wusste gar nicht, dass das da oben so, oh, da gibt's noch Sachen. Die hole ich mir noch.
Nicht schlecht. Ich wusste nicht, dass das da oben eine Lücke ist. Ich habe genau die Schießeisen, nach denen ihr sucht. Sehr gut. Nice. Ja. Kann ich die noch dazu packen? Ja, ne? Und Muni kann ich auch noch kaufen. Ist ja nicht so tragisch. Okay, ja doch, das ist deutlich einfacher. Deutlich einfacher. Nicht schlecht. Wir haben 5 Granaten. Hier liegt überall jetzt Munition rum. Mist, hätte ich nicht kaufen müssen. Aber spielt auch eigentlich keine große Rolle. Aha. Das ist natürlich auch eine Idee. Ah, ich hätte auf die andere Seite gehen sollen vielleicht. Sie kommen, ich bin weg. Macht's gut. Okay. Das ist, ich finde das ein bisschen ätzend, muss ich ganz ehrlich sagen, dass der immer stehen bleibt, wenn er einmal angegriffen wurde. Ach Gott, diese Kack-Slow-Motion. Ich hoffe, es kommt nicht so ein Typ mit so einer Kettensäge. Der hat mich ja richtig fertig gemacht, einfach. Mit seinem Speedrun da. Ich hoffe, ihr habt es gesehen, Leute. Das war, Töten Sie, bevor Sie Ihre verdammte Schnauze aufmachen! Oh Gott! Auf, wo du bist. Mhm. Okay. Puh, Junge, Junge. Okay, es ist auch stressig, aber nicht mal annähernd so krass wie schwer. Also ich dachte tatsächlich, als ich das letzte Mal normal gezockt habe, dass es nicht machbar. Ich war mir ziemlich sicher, dass es nicht machbar ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber letztlich... Ach, so schlimm ist jetzt nicht, ne? So, jetzt bin ich, gespannt, wie viel wir zahlen müssen. Ah, ich habe aber noch Sachen, die ich verkaufen kann. Das ist schon mal gut. So. Das kann ich schon mal mitnehmen hier. Ist nichts mehr. Wir können ein bisschen zahlen. Okay. Ja, nicht schlecht. Das kann weg. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage. Das ist schwer für dich, Schatz. Das kannst du dir auf das kannst die hätte ich natürlich gerne. Dann packe ich die weg. Nee. Auf keinen Fall. Die hier. Das ist sogar für dich zu schwer. Die kann ich nicht verkaufen, aber die kann ich verkaufen. Und dann kann ich die kaufen. Diesmal habe ich auch tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Ja? Das ist ja das letzte Mal dramatisch schief gelaufen. Ihr erinnert euch vielleicht noch an diesen kleinen Fauxpas. Ups, ich dachte... Ehrlich gesagt dachte ich, hier kommt jetzt so ein Endgegner. Nein! Oh, du Penner, ey. Nix ist. Immer auf den Kopf.
Och nein. Oh, ich habe ihn nicht gesehen. Oh Mann. Sowas nervt mich immer. Dass die aus dem Nichts auftauchen. Das kann doch nicht wahr sein. Noch eine Runde? Ja, komm, schaffen wir noch, schaffen wir noch. Wie kann ich das taktisch vielleicht etwas klüger lösen? Ich hab ja mich schon wieder angekotzt. Das gibt's doch gar nicht. Boah, dieser... Ernsthaft, ne? Dieser Schleim, der ist... Der ist doch krass. So, hier einmal runter. Genau dann, ne? Kommt da jemand? So, hier ist der Händler gleich. Haben wir das auch schon? Bisschen Muni mitgenommen. Okay. Hallo, das war ein Headshot. Dann geh halt auch down. Also muss ich ja sagen, auf Easy macht man sich halt überhaupt keine Gedanken über Munition, weil man die ganze Zeit eigentlich nur Headshots macht. Da spielt es überhaupt keine Rolle. Da ist Muni einfach etwas, was man hat. Große Schießeisen, Muni, Rüstung, jetzt im Ausverkauf. Ja, da ist nicht viel zu holen. Bei der Kohle. Egal. Kriegen wir hin. Ach, Mist, hätte ich noch nicht mal Munition kaufen müssen, aber man weiß ja nicht. Aber ich sehe jetzt schon, es liegt deutlich mehr rum. Als auf... Naja, das will ich eigentlich nicht mitnehmen. Das nervt dann nur und ich kann es, glaube ich, nicht wegwerfen. Bin mir gar nicht so sicher. Mit 10%. Ja gut. Dann können wir auch noch immer von hier rein. Und machen das hier nochmal zu. Machen hier wieder zu. Oh nein! Den haben wir! Oh! Oh! Junge! Sammelt die auf und muss direkt nachladen! Kann doch nicht sein! Legt doch wenigstens volle Waffen hier rum! Come on! Ich bin mir gar nicht sicher, ob ihr die Unsichtbaren überhaupt erkennen könnt, wenn das dann hochgeladen ist, das Video. Das ist in der Regel ja ein bisschen dunkler. Ah, die mich doch noch erwischen. Ich dachte, diese Weglauftaktik ist vielleicht ganz gut. Es ist immer noch ein riesiges Problem, dass der einfach... Mein Gott! Einfach, er läuft halt nicht in dem Moment, wo er angegriffen wird. Belastend, würden die Ballis jetzt sagen. Wo muss ich denn hin? Der Pfeil zeigt nach oben. Boah, ich bin unglaublich voll bepackt. Wo ist das Krabbelfieh? Aha.
Da ist der Händler. Ich habe genau die Schießeisen, nach denen ihr sucht. Ist das so? So, ich habe daraus gelernt. Das auf jeden Fall zuerst. Dual finde ich total bescheuert. Mit der kann ich überhaupt nicht umgehen. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie wirklich ausprobiert. Kann man sich mal gönnen, oder? Wobei ich die hier ja einfach... Nee, Moment, die hier ist es. Mega gut finde, ne? 30 Sekunden. Ach komm. Was soll's. Man muss auch mal was riskieren. Nee. Oh nein. Das ist kein so cooler Platz hier. Die nächste Welle rückt an. Leistet gute Arbeit und ich bin bald wieder für euch da. Ah, ich hab's befürchtet. Oh! Ich dachte, das wäre eine Automatik. Nein! Hallo! Ja, machen wir was? Oh Gott. Die ist richtig gut. Die ist echt gut. Aber leider keine Automatik. Hallo? Nein! Junge! Dann wechsel doch! Oh Gott! Ist das eine Affe? Wenn die Maus nicht an dem Kabel wäre, ne? Ich... Boah. Die wäre jetzt original über den Atlantik geflogen. Das darf nicht wahr sein. Okay, ihr Lieben. Das war's für die Aufnahme. Ich reg mich einfach krass auf, weil die scheiß Waffe nicht wechselt. Aber gut, so ist das. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Fuck this shit, I'm out. Mm-mm. Fuck this shit, I'm out. No thanks. Don't mind me, I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit, I'm out. Nope. Fuck this shit, I'm out. Alright then. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out.